Ja, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie können Sie Wände aneinander ausrichten. Das gilt, ist vor allen Dingen interessant, wenn Sie sich um tragende Wände oder andere tragende Bauteile, zum Beispiel Stützen, handelt. Die sollten möglichst übereinander stehen, dass da zu keinen Versetzen kommt, die dann quasi sinnlos Momente da ins System eintragen. Natürlich wäre es auch sinnvoll, um halt das Gebäude möglichst optimal zu belasten, dass auch nicht tragende Elemente möglichst nicht sinnlos versetzt sind. Ja, und wie kann man das zum Beispiel überprüfen? Ich zeige Ihnen hier so drei Varianten. Zunächst die Variante, dass Sie meinetwegen einen Schnitt legen. Zum Beispiel können Sie jetzt hier gucken, ob diese Wand, die hier eventuell tragend oder zumindest aussteifend sein könnte, ja, aufgrund der Dicke und zumal jetzt auch noch im Treppenhaus ist, das heißt über mehrere Geschosse geht, man würde da quasi einen Versatz sogar sehen. Ob die jetzt ausgerichtet ist an den übrigen Wänden, ich befinde mich hier im Kellergeschoss, die sollte quasi hier auch quasi dann zum Erdgeschoss bzw. theoretisch auch zum Obergeschoss passen. Und das könnte man sich beispielsweise überprüfen, indem man so einen Schnitt reingeht. Ich habe schon so einen Schnitt liegen, das ist der Schnitt QS1, in den wechsle ich einfach hier QS1. Und was sehe ich? Ich sehe hier, dass, ich kann es jetzt hier überprüfen, quasi wie die tragenden Elemente übereinander ausgerichtet sind und stelle fest, aha, diese Wand ist hier versetzt. Und wenn ich das korrigieren will, kann ich das von hier aus machen. Ich blende dazu einfach mal das Achsenraster aus, damit Sie das besser sehen. Gehe ich hier also hier auf Architektur. Zunächst mache ich das Arbeitsebenenraster aus. Das ist hier dieses blaue. Das nehmen wir raus und dann blende ich hier noch das Achsenraster aus, indem ich hier eine Rasterlinie einfach anklicke, rechte Maustaste, ins Kontextmenü gehe und hier sage in Ansicht ausblenden, aufpassen, nicht das Element. Das würde in dem Fall nur die Rasterlinie B ausblenden. Ich blende gleich die gesamte Kategorie, das heißt alle Rasterlinien aus. Ja, jetzt habe ich hier mir ein bisschen Platz gemacht, damit Sie das besser sehen. Und werde jetzt hier diese Wand an dieser ausrichten, weil ich sage, okay, die ist nicht okay, die muss quasi korrigiert werden. Wechsel dazu hier in meiner Registerkarte hier oben auf Ändern. Das muss ich hier ein bisschen erweitern, weil mein Bildschirm zu klein ist. Deswegen sehen Sie hier nicht alle Möglichkeiten. Hier sehen wir, wenn Sie auf diesen Pfeil gehen, werden noch die angezeigt, die aktuell jetzt hier oben nicht verfügbar sind. Gehe also hier auf Ändern und finde hier das Werkzeug Ausrichten. Ja, das ist ein Werkzeug, was man auch schon mal aus dem AutoCAD können. So ähnlich geht das hier auch. Ist von der Funktionsweise ein bisschen anders, aber das Ziel ist dasselbe. Ich kann quasi hier, das sieht man auch in der Animation, ein Element an einem anderen ausrichten. Machen wir das mal. Und jetzt kann man hier zunächst erstmal auswählen. In der Optionsleiste handelt es sich um eine Mehrfachausrichtung. Das würde bedeuten, nehmen wir an, ich hätte jetzt ein Element. Das kann zum Beispiel eine Rasterlinie sein und an der möchte ich jetzt mehrere Elemente ausrichten, quasi nacheinander. Dann kann man diese Option hier aktivieren und dann klickt man zunächst die Rasterlinie an und dann kann man meinetwegen sämtliche Bauteile, die an dieser ausgerichtet werden sollen, dann nacheinander anklicken und dann werden die an dieser ausgerichtet. Das ist die sogenannte Mehrfachausrichtung. Das haben wir in dem Fall nicht, weil wir haben quasi nur eine Wand, die wir ändern wollen. Deswegen können wir das hier deaktivieren. Und dann können wir jetzt hier noch bestimmen, ja, was wollen wir jetzt hier verwenden? Wollen wir uns die Wände anhand ihrer Achsen ausrichten oder anhand der Kanten? Ja, also Achse ist im Prinzip zum Beispiel die Mittelachse. Ja, und Kante wäre zum Beispiel hier so eine Außenkante. Das kann zum Beispiel die Kante von der tragenden, von der tragenden Schicht sein oder von der Putzschicht. Bei mehrschichtigen Wänden ist das auch nochmal interessant zu unterscheiden zwischen achsentragender Schicht. Das kann man hier mal demonstrieren. Hier haben wir so ein Beispiel. Ja, das ist achsentragender Schicht, das wäre quasi die Mittelachse hier vom Mauerwerk. Oder Achsenwand, das wäre einfach die Mittelachse von der Wand. Ja, das muss man ein bisschen unterscheiden. Und gerade wenn es darum geht, jetzt tragende Elemente aufeinander auszurichten, ist es natürlich eher das interessant. Ja? Also achsentragende Schicht oder kantentragende Schicht. In dem Fall ist es ein bisschen egal, denn bei diesem Wandtyp fällt im Prinzip das beides zusammen. Ja, die Wand ist quasi symmetrisch aufgebaut, das heißt, die Achsen der tragenden Schicht, also die Mittelachse dieses Mauerwerks, ist gleichzeitig auch die Mittelachse der Wand. Warum? Weil haben quasi dann bloß noch zwei Putzschichten, die sind gleich. Ja, wenn die jetzt nicht gleich wären, unterschiedlich wären, dann müsste man hier aufpassen, dass man
das hier unterscheiden. Also ich gehe jetzt in dem Fall hier auf Achsentrag in der Schicht, könnte genauso gut das hier wählen, wäre in dem Fall dasselbe. Also Achsentrag in der Schicht, aber das machen wir, wie man es normalerweise machen würde. Jetzt wähle ich hier oben zunächst das Element aus, das sagt er auch hier unten, ja, wählen Sie die Basis, die Referenz aus, halt hier mal rausgehen, also wählen Sie die Linie oder Punktreferenz für die Ausrichtung. Das stellt er dann gezeigt, der nächste Schritt. Also wähle ich hier die Achse an. Er zeigt mir hier oben an, was es auch ist. Ja, das wäre jetzt hier die Basiswand, also Wandtyp, und das wäre die Referenz R1, also die Mittelachse bzw. Achse trage in der Schicht. Wähle ich jetzt aus. Jetzt wird hier eingeblendet. Und jetzt sagt ihr, wählen Sie ein auszurichtendes Element aus. Das heißt, muss ich quasi das auswählen, was ich ausrichten will. Und dann klicke ich hier zum Beispiel, fahre ich mit der Maus hier drüber, dann zeigt er mir so blau, hebt er mir jetzt hier meine Achse hervor und klicke jetzt hier drauf und er richtet jetzt die Wandachse an dieser Wandachse oben aus und verschiebt damit die Wand genau unter diese andere Wand. Jetzt erscheint ja noch dieses Schloss. Diese Option könnte ich jetzt hier aktivieren. Ich mache das mal also für Vorführzwecke. Damit hätte ich jetzt diese beiden Achsen dauerhaft aneinander ausgerichtet. Das hätte jetzt zur Folge, wenn ich jetzt diese Wand verschieben würde, dass jetzt diese Wand mitginge. Ich bin allerdings immer noch in diesem Befehl drin. Das sehen Sie hier. Wieder wählen Sie die Referenz zur Ausrichtung. Jetzt könnte ich quasi weitere Ausrichtung vorwählen. Weiter vornehmen. Hätte ich jetzt hier Mehrfachausrichtung gewählt, habe ich es nicht gemacht, ja, aber hätte ich das gemacht, dann könnte ich theoretisch jetzt noch weitere Elemente anklicken und dann würden die alle anhand dieser Achse ausgerichtet. Ich möchte den Befehl abbrechen zunächst erstmal, gehe also hier auf Ändern oder Escape, ist der Befehl abgebrochen und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, was passiert, wenn ich jetzt hier diese Wand oder diese hier unten verschiebe. Da ich ja das Schloss ausgewählt habe, müsste jetzt jeweils die andere Wand mitgehen. Ich werde das mal kurz demonstrieren. Dazu klicke ich hier unten diese Wand an. Jetzt ist sie ausgewählt. Gehe auf den Verschiebebefehl und schiebe die jetzt einfach mal so nach um 20 cm nach rechts. Jetzt meckert er natürlich rum, ja, weil ich jetzt hier irgendwelche Bauteile jetzt mit beeinflusst werden, ja, weil die obere Wand natürlich hier mit einem Fußboden und so weiter. Aber was ich Ihnen zeigen wollte, ist, dass diese Wand mitgeht. Warum? Weil ich das Schloss aktiviert habe. Ich könnte jetzt hier das so gleich deaktivieren und das dann im Prinzip, wenn ich das nicht will, im Prinzip weglassen. Ja, ich gehe mal auf rückgängig, weil es ist natürlich nicht gewollt. Ich gehe nochmal auf rückgängig und ich möchte auch wieder diese Wand wieder in die Ausgangsposition zurückführen, denn ich möchte Ihnen jetzt noch eine andere Variante zeigen, wie Sie Elemente aneinander ausrichten können. Das gilt allerdings übrigens nicht nur für tragende Elemente, wie Wände unterstützen, auch wenn Sie Fenster meinetwegen aneinander ausrichten wollen. Aber dazu später. Kommen wir zurück zur nächsten Variante, wie man das auch machen kann. Ich wechsle da nochmal in den Grundriss für den Keller. Das ist hier oben. Und werde jetzt hier mal so tun, als hätte ich kein Achsenraster. Werde es also auch hier ausblenden. Klicke jetzt hier das Achsenraster an. Wieder rechte Maustaste. In Ansicht ausblenden. Kategorie. Damit ist das ausgeblendet. Und blende mir jetzt einfach mal temporär mein Erdgeschoss ein. Das geht folgendermaßen. Wenn Sie jetzt kein Bauteil, hier nichts ausgewählt haben, ne, das können Sie erreichen, indem Sie mehrfach Escape klicken oder hier auf Ändern gehen und dann in die Eigenschaften gehen, dann sehen Sie hier die Eigenschaften von der Ansicht, die wir gerade gewählt haben. Hier können Sie quasi die Ansichtseigenschaften verändern und hier können Sie zum Beispiel auch auswählen, was Sie unter dieser Ansicht einblenden wollen, nämlich hier Unterlage. Und da wählen wir einfach aus, hier Erdgeschoss und jetzt blendet er mir hier das Erdgeschoss ein. Hier, was sehen Sie jetzt hier, wenn wir so anmelden gehen, sehen Sie jetzt quasi hier das Erdgeschoss darunter liegen. Hier können Sie noch einblenden, bis wohin das zu sehen ist, also quasi Bereich oberhalb, ja, die oberste Ebene, das kann man hier sagen, ja, man muss unbegrenzt oder so, das sehen Sie im Prinzip dann das Dach noch mit und Ausrichtung, was haben wir hier, der Unterlage, das können Sie auch noch hier definieren, wie das ausgerichtet ist. Aber das kann man ignorieren, entscheiden erstmal hier das hier, diese Option, der Rest ist eigentlich unwichtig. Und jetzt möchte ich quasi diese Wand ausrichten anhand der darunter liegenden. Hier muss man ein bisschen aufpassen, die liegen jetzt ziemlich dicht beieinander. Die sind jetzt quasi in der Draufsicht, sind die nicht so schön getrennt wie im Schnitt. Das macht diese Variante etwas komplizierter, ja, dass Sie die sauber erwischen, aber ich werde es trotzdem mal versuchen. Dazu gehe ich wieder auf meine Registerkarte ändern. Der Befehl ist dasselbe, nur dass jetzt im Grundriss ausgeführt wird. Gehe also hier auf Ändern, wähle den Befehl ausrichten.
Das können wir hier so lassen, die Optionen, die bleiben gleich. Und jetzt fahre ich hier auf diese Wandkante. Das ist wichtig. Ja, ich fahre jetzt hier auf diese Wandkante der darunterliegenden, also in dem Fall jetzt darunterliegenden, in Wirklichkeit darüberliegenden Wand im Erdgeschoss. Und da ich hier oben achsentragende Schicht ausgewählt habe, nimmt er automatisch jetzt hier die tragende Schicht von dieser Wand. Klick hier drauf. So, jetzt habe ich die ausgewählt. Sie sehen jetzt hier die so durchgeblendet. Und jetzt fahre ich auf diese Wandkante von der Wand hier unten. Ja, und er schiebt sie mir entsprechend drüber. Ja. Wichtig ist, ich zeige das nochmal, dass Sie die Wände richtig auswählen, weil da die sich ja zum Teil überlagern, laufen Sie Gefahr, dass Sie eventuell die falschen Wände auswählen. Dummerweise heißen die so, glaube ich, sogar noch gleich. Wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe, die heißt Basiswand Mauerwerk 25 und die heißt auch nochmal Mauerwerk 25. Ja, dadurch ist es schwer herauszukriegen, welche hat er jetzt hier gewählt. Und das löse ich, indem ich, wie gesagt, hier Achsen auswähle. Ich tue mal hier umschalten, testweise auf Kanten. Gehen wir mal auf Kanten. Da sehen Sie jetzt, ah, ich mache doch trotzdem die Achse. Aha. Tue mal hier nochmal kurz das Abbrechen. Gehen hier rauf. Jetzt haben wir Kantenwand. Genau, jetzt macht er die Kante. Ja, das ist in dem Fall ein bisschen blöd. Wenn Sie jetzt die Kanten hätten, geht diese Variante nicht. Jetzt mache ich hier nochmal, wie ich es vorhin gemacht habe. Also hier wirklich achsentragende Schicht. Und da ist es egal, auch wenn Sie offene Kante. Achsentragende Schicht. Das wäre der berühmte Vorführeffekt. Okay, nochmal kurz abbrechen. So. Jetzt hat das. Ich zeige zwar auf die Kante, aber da ich hier oben eingestellt habe, achsentragende Schicht, nimmt er trotzdem die achsentragende Schicht. Und dadurch, dass diese Kanten weit auseinander liegen, diese und diese, kann ich dadurch die Wände eindeutig bestimmen. Also ich fahre hier drauf, zeige auf die Kante, klicke auch auf die Kante und er nimmt trotzdem die Achse der tragenden Schicht von dieser Wand. Ja, und jetzt gehe ich auch hier unten, zeige auf diese Kante. Und wenn ich beispielsweise hier wäre, hier oben auf dieser, ist es schwierig, weil da liegt nämlich die Mittelachse, die Sie hier sehen, die blaue, mit der Kante ziemlich nah beieinander. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Gut, die nimmt er jetzt sowieso nie, aber egal. Ja, deswegen diese Variante. Weil er nimmt die deshalb nie, weil ich ja die Wand hier oben schon ausgewählt habe. Also jetzt gehe ich hier unten, also ich klicke also auf diese Kante, das wo die Wände sich nicht überlagern, und nehme trotzdem die Mittelachse der tragenden, also die tragende Schicht und die ganze Sache wird aufeinander ausgerichtet. Hier könnte ich auch wieder das Schloss aktivieren und dann wäre das wieder quasi miteinander verknüpft. Ja, das ist auch noch eine Variante, die man machen kann, wenn Sie jetzt Elemente aneinander ausrichten, indem Sie hier halt die jeweilige Ebene als Unterlage wählen und dann das mal durchgehen. Ja, Sie können auch zum Beispiel hier, ich habe jetzt das Obergeschoss noch mit eingeblendet, weil ich hier gesagt habe, unbegrenzt. Ja, sehen Sie auch noch die Stützen. Wenn ich jetzt hier das Ganze wieder begrenze, dann sehe ich hier quasi nur noch die eine Stütze aus dem Erdgeschoss. Ja, aber die hier drüben ist weg. Ja, wenn ich sage Obergeschoss, dann sehen Sie auch noch das Obergeschoss mit dazu. Ja, und so können Sie im Prinzip im Grundriss sehr schön überprüfen, wie liegen Ihre Bauteile, wie sind die ausgerichtet, passt das so. Eine andere Variante, die ich persönlich ehrlich gesagt bevorzuge, deswegen gehe ich nochmal auf rückgängig, mache nochmal den Versatz nochmal hier rein, jetzt ist er wieder da, ist der, dass ich hier einfach mit meinem Achsenraster arbeite. Jetzt habe ich das blöderweise ausgeblendet, weil ich Ihnen noch den Weg ohne Achsenraster zeigen wollte, muss das quasi wieder einblenden. Machen wir das mal. Dazu kann ich jetzt einfach auf Steuerung, also VG gehen. Halt VG, nicht verklicken, hier ist es. Und ich weiß gar nicht, Achsenraster. Jetzt müssen wir genau wissen, wie es heißt. Wahrscheinlich ist das hier bei Beschriftungskategorie Raster. Genau, hier heißt blöderweise Raster und die Achsenraster. Da wird das gleich verwechselt mit dem Raster, was wir hier unten in der Arbeitsebene drin haben. Aber okay. Schauen wir mal kurz, wie es hier heißt. Hier können wir nochmal, das heißt ja auch Raster. Ja. Und was ich meinte vorhin, wenn Sie hier das Raster auch noch nehmen, anzeigen lassen. Jetzt sehe ich es ja gar nicht. Habe hier keins eingestellt. Arbeitsebene anzeigen. Aha. Festlegen. Was haben wir hier? Kellergeschoss, Ebene. Oberkante, Bodenplatte. Müsste man eigentlich sehen. Ah, jetzt sehen wir es auch, ja.
Und das ist im Prinzip auch nochmal ein Raster. Das mit dem nicht verwechseln. Jetzt kann ich das gar nicht auswählen. Was ist denn hier los? Habe ich im Befehl noch offen, dass der mir das hier nicht anzeigt? Also er zeigt mir das hier sogar schon an. Jetzt. Hier Abstand des Arbeits. Hier heißt das hier Arbeitsebenenrasters. Ja, das ist das Arbeitsebenenraster. Ja, und dann gibt es noch das Raster, ich sage mal Achsenraster dazu, ja, damit man das besser unterscheiden kann. Revit sagt dazu einfach nur Raster. Ja. Und die beiden Elemente verwende ich immer ganz gerne, sowohl das Arbeitsebenenraster, da haben wir darüber habe ich schon gesprochen, als auch das Achsenraster. Ja, ich mache das Arbeitsebenenraster nochmal aus, damit das ein bisschen leichter zu sehen ist für Sie. Und werde jetzt hier die Wand einfach am Achsenraster ausrichten. Und dazu gehe ich folgendermaßen vor. Das heißt, die Achsen, das Achsenraster B geht quasi durch meine Schwerlinie der Wand. Also muss es die Schwerachse, also die Achse der tragenden Schicht, auf diese Rasterebene ausgerichtet werden. Das gilt jetzt über alle Geschosse. Das heißt, dieses Rasterachser sehen Sie sowohl in allen Grundrissebenen als auch in allen Schnitten. Machen wir das mal. Gehe also wieder auf Ändern, wähle hier Ausrichten, wähle zunächst die Achse B an, das passt, Achse tragende Schicht, danach hier die Wand an und das wird entsprechend ausgerichtet. Und hier ist es interessant, dass also hier kann man sogar sagen, okay, ich verknüpfe das. Das hätte nämlich dann den Vorteil, dass ich dann später einfach nur die Stützweiten, sprich die Rasterabstände ändern bräuchte und dann würden quasi alle tragenden Bauteile mitgehen. Ja, wenn Sie das über die Raster verknüpfen. Ja, das wird ganz gerne gemacht. Ich habe gerade aktuell ein Projekt, wo ich es leider nicht gemacht habe. Jetzt kommt ein Kollege und sagt, er möchte das gerne die Stützweiten vergrößern von 6 Meter auf 8 Meter. Und hätte ich das so gemacht, hätte ich jetzt die Sache jetzt relativ schnell lösen können, indem ich einfach dann die Rasterabstände, also Achsenrasterabstände ändere. Leider habe ich es nicht gemacht und jetzt muss ich quasi das alles etwas umständlicher lösen. Ja, gut, das ist eine Variante, die ich persönlich ehrlich gesagt bevorzuge, das Ganze einfach über die Achsenraster zu machen und immer alle tragenden Elemente anhand dieser Achsenraster auszurichten. Nochmal ein kurzer Hinweis zu dem Achsenraster. Sie sehen die ja, wie gesagt, in allen Grundrissen normalerweise. Hier sehen wir das auch. Hier haben wir die Rasterachse B und wir sehen es auch in den Schnitten. Hier habe ich es nur ausgeblendet. Ich blende es mal wieder ein, gebe wieder den Shortcut VG an. Gehe hier auf Beschriftungskategorie und das war das Raster. Mache es wieder ein. Und auch hier sehen Sie dann sehr schön das Achsenraster. Ja, das sind die Varianten, die man das machen kann. Letzter Hinweis noch dazu. Sie brauchen, das gilt nicht nur für tragende Elemente, wo es am meisten Sinn macht. Ich muss mal kurz gucken, ob ich jetzt noch schnell mal in die Fenster gehe. Ja, wir können das auch auf nicht tragende Elemente quasi anwenden. Nehmen wir an, ich würde jetzt wollen, dass dieses Fenster anhand diesem Fenster ausgerichtet ist. Können Sie das auch machen? Sie klicken einfach jetzt hier auf das Fenster. Jetzt hatte ich gehofft, hier eine Fensterachse zu erwischen. Ah, Achsen tragen die Schicht. Ich gehe mal auf Kanten oder Achsenwand. Noch. Das ist ja komisch, dass er mir jetzt hier das wieder. Er blendet mir jetzt hier vielleicht ist ein Schnitt da günstiger, weil ich, was ich jetzt ein bisschen vermisse, weil ich kann versuchen, hier die Kanten zu nehmen, aber die gehen. Ja, probieren wir es einfach mal. Machen wir hier Tabulator. Es kann auch sein, dass diese Fenster jetzt blöderweise keine Mittelachse haben. Dann mal kurz testen. Ich wollte das nur kurz an Fenstern demonstrieren. Also Kanten haben sie auf jeden Fall. Ich könnte jetzt sagen, ich nehme diese Kante. Ich klicke mich hier mit dem Tabulator quasi durch. Dann auf diese Kante und dann auf diese. Und dann habe ich das an Kanten ausgerichtet. Das geht auf jeden Fall. Was ich eigentlich zeigen wollte, und das geht jetzt leider nicht im Vorführmodus, wie immer, ist, dass man das über die Fensterachsen machen kann. Jetzt will ich nochmal kurz schauen, ob eventuell die Fenster, die ich hier gewählt habe, gar keine Achsen haben. Doch, eigentlich schon. Aber interessanterweise werden die jetzt hier im Schnitt nicht dargestellt. Sie können natürlich auch dieselbe Variante machen wie im Grundriss, wie es wie vorhin bei der Stütze. Ja, Sie können hier haben unser Kellerfenster. Jetzt blende ich mir hier einfach das Erdgeschoss ein. Wo bin ich jetzt? Im Kellergeschoss, also Erdgeschoss.
sehe jetzt hier das Erdgeschoss, gehe dann hier auf Drahtmodell und dann sehe ich ja auch das Fenster durch. Und jetzt könnte ich sagen, gut, ich nehme einfach hier wieder ausrichten, wähle hier die Fensterachse von dem Fenster oben. Fenster FE, Drehkipp, Mittel links, das sieht gut aus. Und dann hier die Fensterachse von dem Fenster im Keller und hätte es über die Achsen ausgerichtet im Grundriss. Ja, so kann man das auch machen. Hier haben wir es jetzt. Es geht normalerweise auch in der Ansicht, habe ich das auch schon gemacht, warum es jetzt hier nicht funktioniert, muss ich erstmal passen. Also da muss ich gestehen, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Aber ich habe es auch schon in der Ansicht gemacht. Aber wie gesagt, im Grundriss geht es auf jeden Fall, wie ich eben gerade gezeigt habe. So viel zu dem Ausrichtungsbefehl. Wie gesagt, den brauchen Sie nicht nur auf tragende Bauteile anwenden, wo am meisten Sinn macht, den können Sie theoretisch auch auf alle möglichen Bauteile anwenden. Achten Sie immer nur darauf, was Sie als Referenz Kante oder Achse wählen. Ja, das ist immer ganz wichtig. So, okay.